Ich habe jetzt mein Vision Board von 2022. Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen, zu diesem Jahresrückblick 2022, respektive Vorschau auf das Jahr 2023, was ich alles so machen werde. Ich werde hier in diesem Video dir meine Learnings von 2022 mitgeben, respektive werde ich dir auch meine groben Ziele für 2023 mitteilen. Und jetzt will ich kurz mal in die Vergangenheit reisen. Mit dir, beziehungsweise mit euch. Was heißt jetzt Vergangenheit? Wir reisen in das Jahr 2021, Ende April, wo alles bei mir anfing, mit meiner Selbstständigkeit. April 21 wurde ich gekündigt von meinem Arbeitgeber wegen Corona. Weil da brach ja Corona aus. So richtig heftig. Alle Filialen, was mein Arbeitgeber hatte, haben sie zugemacht und natürlich auch Mitarbeiter entlassen. Und ich war ja auch mit dabei. Und ich habe da überlegt, geschaut, gegrübelt, nachgedacht, Ende April, Anfang Mai, Ende April, Anfang März. Was mache ich jetzt? Wo suche ich was? Wie soll es weitergehen? Und ich habe einfach losgelegt mit der Hand am Arm, und habe meine Aufträge via Telefon akquiriert. Und dann kam es ins Rollen von einem Kunden zum nächsten Kunden, zum übernächsten Kunden, zum übernächsten Kunden und, und. Das ging bis 2022, bis jetzt, Ende. Und ich habe 21 noch nicht so gute Umsätze gemacht, aber ich war gut dabei. 22 habe ich, by the way, einen richtig guten Umsatz, respektive einen richtig guten Gewinn erwirtschaftet, wo ich jetzt merke, wo ich jetzt ansetzen kann, dass es noch mehr wird an Umsatz. Ich spreche erstmal nicht generell von den großen Zahlen. Umsatz ist nicht gleich Gewinn und Gewinn ist nicht Umsatz. Umsatz ist Umsatz und Gewinn ist Gewinn. Das ist Fakt. Okay? Bleib dabei. Ich möchte dir oder euch dazu ermutigen, wenn ihr an einem Scheidepunkt seid, gebt nicht auf. Steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern schaut nach einer Lösung und findet so schnell wie möglich eine Lösung. Entscheidet euch nicht vom Kopf her, sondern vom Bauch her, vom Herzen her. Ob es richtig ist, ob es sich gut anfühlt. Und ich kann dir sagen, ich habe dieses Jahr 9.000 Euro an Jahresumsatz gemacht. Ich will mehr, ich bin hungrig. Im Monat waren das 1.000, 2.000 Euro. Ey, das ist safe. Das ist mein
aktuelles Commitment mit mir. Ich will aber mehr. Und ich weiß, dass ich mehr verlangen darf, dass ich mehr bekomme, indem ich weitermache, weitermache, Mitarbeiter einstelle, eine OG respektive eine Kapitalgesellschaft gründe. Ich möchte euch auch sagen, dass es einfach und einfach geht. Klar hast du die Brücke, Katrin. Klar musst du, wenn du dich selbstständig machen willst, zum deinem Bürgeramt gehen und einen Gewerbeschein ausfüllen und so weiter und so fort. Gut, jetzt kannst du es nicht hingehen. Du musst eine E-Mail schreiben, die schicken die das Formular, dann füllst du es alles zu Hause ein, dann mailst du es wieder zurück. Das könnte dann auch noch ein bisschen vielleicht von den Ämtern her ein bisschen mehr digitalisiert werden, dass man das in eine App machen kann, so eine Anmeldung. Aber egal. Du druckst es aus, füllst es aus. Schickst es per Mail in, dann kriegst du einen Brief von deinem Gewerbeamt, zahlst 25 bis 35 Euro, by the way, so grob. Und schon hast du deine Firma angemeldet. Deine Einzelfirma. Oder respektive, wenn du Cashflow hast, deine UG oder deine GmbH. Whatever. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann kannst du immer das aufbauen. Aber du brauchst Kunden, die Probleme haben, die Lösungen haben wollen, die lösungsarm sind, die du mit einem geringen Budget akquirieren kannst. Du brauchst keine 10.000, 20.000 Euro an Ads zu schalten bei Facebook, Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Du nimmst einfach dein Telefon in die Hand, gehst auf Google und googelst die Firmen raus in deinem Ort, in deiner Stadt, in deinem Kreis, in deinem Bundesland und rufst sie an und fragst, wo sie gerade aktuell eine Herausforderung haben und interviewst die. Denn du bist kein Berater, du bist Verkäufer. Du bist Verkäufer. Hör auf mit dem Beraten. Verkaufe. Verkaufe authentisch, ehrlich, beharrlich, empathisch, indem du sehr viele Fragen deinem Gegenüber stellst und dann bekommst du auch Antworten, wo du natürlich aufschreiben musst. Und mit diesen Antworten kannst du wieder arbeiten. Wenn du ein geiles Produkt hast, wenn du eine geile Dienstleistung hast, kannst du dieses geile Produkt respektive diese geile Dienstleistung dann an deinen Neukunden verkaufen. So mache ich das. Und wenn du oder ihr mehr wissen wollt, unten in meiner Beschreibung findet ihr alle Links, wo ihr von mir bekommt. Und da ist natürlich auch ein 1 zu 1 Mentoring Coaching dabei, das 5.000 Euro kostet. Ja, warum 5.000 Euro? Weil ich es mir wert bin. Weil dieses Programm es wert ist. Weil du kriegst wirklich meine volle 24-stündige Aufmerksamkeit. Ich betreue dich 24 Stunden. Indem wir deine Klarheit finden für dein Produkt, für deine Dienstleistung. Und es wird
für dich und auch vielleicht auch für mich unangenehm sein, weil es könnten Tränen fließen. Ich werde nicht mit dir brüllen, aber ich werde dir alles abfragen aus dem tiefsten Inneren. Es wird eine Transformation von dir geben, dass du 2023 sehr, sehr geil aufgestellt bist. Egal, ob du jetzt Gründer, Gründerin oder schon gestandener Selbstständiger, Selbstständiger, respektive Unternehmer, Unternehmerin bist. Ich möchte euch ein geiles Commitment haben. Das kriegst du wirklich von mir in einem 1:1 Mentoring Coaching. Und wenn wir 10, 20 Leute mal in diesem Programm haben, fliegen wir nach Mallorca und machen eine Mastermind. Das ist nun mal mein Versprechen an euch. Und dann beim nächsten Mal fliegen wir nach Dubai. Hotel, Flug, werden wir sehen. Du musst nichts selber buchen. Ich respektive meine Mitarbeiter, Mitarbeiterin, kümmert sich darum. Ich suche gerade Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für Vertrieb, für Marketing. Unten ist auch die Homepage, der Link, wo du das Stellenangebot hier mal anlesen kannst. So, jetzt will ich nur eins sagen. Meine Learnings 2022. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Geduldig sein. Beharrlich sein. Empathisch sein. Entscheidungen treffen, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich könnte noch so viel mehr dazu sagen. Aber das waren die wichtigsten Learnings, was ich 2022 gehabt habe, machen musste. Und das werde ich auch 23 so weitermachen. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Bullshit-Motivation. Hör auf. Motivation ist nur kurzfristig. Disziplin, Willensstärke ist langfristig. Und was willst du als Selbstständiger oder Unternehmer, Unternehmerin? Langfristigkeit in deinem Unternehmen, in deiner Selbstständigkeit, in deinen Gründen, in deiner Gründung. Ja, jetzt muss ich kurz mal mein Vision Board dazu holen. So, meine Lieben, ich habe jetzt mein Vision Board von 2022 mal auf meinem Tablet gezogen. Habe ich erreicht virtuell? Habe ich erreicht mehrfachmals bei mehreren Kunden? Urlaub habe ich erreicht? Fitness? Sagen wir mal so, es geht, könnte man mehr machen. Geld habe ich erreicht, könnte mehr werden.
Dagobert Duck fürs Geld. Mitarbeiter dieses Jahr leider nicht, aber ich bin ja auf der Suche. So, jetzt kommen wir zu Vision Board 23. So, Vision Board 23. Mehr auf Bühnen stehen. Bei der GSA. Bei Speaker Excellence. Mehr Livestreams machen. Auf Facebook nicht, aber auf Instagram respektive auf Twitch. Mein neues Buch, was ich gerade am Schreiben bin, das im Sommer respektive vor der Buchmesse Frankfurt rauskommen soll. Wie gesagt, Umsatz steigern. Dagobert für das Geld. Mitarbeiter. Du siehst, 2023 hat sich ein bisschen was verändert, aber soweit ist es fast geblieben. Natürlich, Podcast, mein Podcast geht weiter, kommt einmal in der Woche. Wann ich was aufnehme, weiß ich selbst noch nicht. Wann die erste neue Folge rausgestrahlt wird, weiß ich auch nicht im neuen Jahr. Diese wirst du auf jeden Fall noch im alten Jahr sehen und anhören, wie auch das Video. Aber da gebe ich euch für den Podcast auf Instagram mehr Informationen noch dazu. Genau. Ja. Bei Livestreamings gebe ich natürlich euch auch noch Informationen dazu. Das sind jetzt so die groben großen Ziele, was ich 2023 habe. Natürlich Neukunden, Neukunden, Neukunden über die mit der Hand am Arm Strategie. Damit fahre ich sehr gut und werde ich auch weitermachen. Natürlich auch mit meinen Mitarbeitern. Die werde ich auch extrem einarbeiten und einschulen. Ja, was ist noch so? Ja, dann, wie gesagt, das Buch werde ich euch noch Informationen geben, wie es heißt, wann es fertig wird, wann es rauskommt. Dann habe ich ja sowieso noch ein Zielejournalbuch, was im Januar schon rauskommt, die Erstauflage. Und die Erstauflage kostet 29,95. Ich will da noch ein bisschen optimieren. Deshalb ist es die Erstauflage. Bei der Zweitauflage kommen auf jeden Fall mehr Features noch dazu. Vielleicht noch was Grafik, wo es ein bisschen schöner wird, wo es ein bisschen besser gestaltet wird. Aber das Zieljournalbuch soll auch eine Hilfe für euch sein, weil für mich war es 2 Jahre lang, wo ich dieses Ziel, mein eigenes Zieljournalbuch entwickelt habe, eine richtig große Hilfe. Aber dazu werde ich ein extra Video machen zu diesem Zieljournalbuch. Und ich werde auch einen kleinen, ja, Mini-Online-Kurs aufnehmen dafür und das euch auch in diesem Mini-Videokurs erklären. Dieser Mini-Videokurs wird auch ein bisschen was kosten, weil umsonst mache ich nur noch die YouTube-Videos, wo ich ein bisschen was anteasern tue, aber der Rest ist Pay, also bezahlt. Natürlich in humanen Preisen so ein Videokurs verkaufe ich nicht für 500, 600, sondern für, ja, vielleicht 100 oder auch mal 50 Euro, so um den Dreh. Weil der ist hochwertig, soll auch hochwertig sein, deshalb gebe ich mir die Mühe.
Genau. Ja. Das, meine Lieben, war mein Jahresrückblick und eine kleine Jahresvorschau auf das Jahr 2023. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und denkt daran, habt ein Ziel und arbeitet für eure Ziele. Denn wer sein Ziel nicht kennt, kann auch sein Ziel nicht kennen. Habe ein Ziel. In diesem Sinne, dein Michael.